Kommen wir zur digitalen Transformation Teil 13. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben und hatten über die Stückkostenveränderung, die Losauflagekosten bei einer entsprechenden höheren Produktionsmenge gesprochen. Und klar ist einfach geworden, dass sich die Losauflagekosten, über die wir gesprochen haben, eben dann über eine größere Menge natürlich dann pro Stück verteilen lassen und so größer die Produktionsmenge, umso geringer die entsprechenden Losauflagekosten pro Stück. Wenn man sich jetzt nochmal genau überlegt, was im Kern eigentlich Losgrößen sind, da geht es ja um die Menge der Lose, also der einzelnen Produkte, die dort erstellt werden. Dann ist hier die Frage eben, was bedeutet dann eine Losgröße von 1? Und eine Losgröße von 1 bedeutet Einzelfertigung, ne? Jedes einzelne Produkt, was da rauskommt, ist individuell. Es wird immer nur eine Einheit des Produktes hergestellt und keiner dieser einzelnen Output-Gegenstände der Produktion ist damit identisch. Und wenn man dieser Logik der Losauflagekosten natürlich folgt, bedeutet das, dass die Fixkosten, nämlich diese Losauflagekosten, dann jeweils von diesem einzelnen Produkt vollständig, auch eigenständig sozusagen, getragen werden müssen. So, was bedeutet dann im Umkehrschluss, dass die zweite Frage hier eine Losgröße bis unendlich? Da spricht man natürlich von Serienfertigung. Das heißt also, hier haben wir eine ganz große Menge oder eine unendliche Menge von gleichartigen Produkten, deswegen auch der Begriff Serie. Und die Losauflagekosten sinken eben, wie im obigen Beispiel oder auf der Vorfolie dargestellt, durch die Dividierung der Fixkosten mit der immer weiter zunehmenden Ausbringungsmenge der Produktion. Und dieser Effekt wird eben auch unter anderem als positiver Skaleneffekt angeführt und als Skaleneffekt oder auch Economics of Scales, da findet man es auch in der englischen Literatur, wird eben die Abhängigkeit der Produktionsmenge von der Menge der eingesetzten Produktionsfaktoren bezeichnet. Wir schauen uns diesen Effekt auch auf den Folgefolien mal im Detail an, weil das eben so typischer Fall auch in der Automobilproduktion ist. So, wenn wir jetzt alles, was wir ja über Smart Factory und über Losgrößen und so weiter gehört haben, zu welcher Folge führt das denn hier unter den obigen Feststellungen, die ich immer herausgeführt habe oder ausgeführt habe, im Kontext, was ist eigentlich eine smarte Fabrik? Dass wir natürlich jetzt, wenn alles miteinander vernetzt ist, natürlich auch entsprechende Losauflagekosten damit ein Stück weit natürlich komplett entfallen können, weil die Maschinen das gegebenenfalls alles selber steuern können, der Mensch nicht mehr eingreifen muss. Dann kann man zumindest vom theoretischen Standpunkt davon ausgehen, dass wir irgendwann Einzelfertigung oder es tendenziell zur Einzelfertigung kommen kann, zu Serienkosten. Und das wäre natürlich hochinteressant, weil wir darüber natürlich einen erheblichen Kosteneinsparungsfaktor haben würden, aber auch natürlich eine grundsätzliche Revolution dessen, wie wir bisher produzieren und wie bisher eigentlich auch die betriebswirtschaftlichen Prinzipien zumindest im Bereich der Produktionsindustrie ja, gegolten haben natürlich an der Stelle. Und es ist natürlich auch nicht schwarz-weiß, bedeutet, es hat sich auch in der Vergangenheit schon vieles verändert. Es ist ja auch nicht so, dass irgendwie jetzt auf einmal ist alles digital oder auf einmal haben wir eine Smart Factory, sondern wir haben natürlich jetzt schon Beispiele, wo man dieser Smart Factory zumindest nahe kommt. Ich will nicht sagen, dass sie umgesetzt ist, aber nahe kommt. Und das ist eben im Bereich der Automobilindustrie der Fall. Wenn Sie sich mal überlegen, wie viele unendliche Kombinationen Sie von einem, ja, von einer Autosorte einfach nur, denken Sie an VW Golf, wenn Sie an die Farben denken, die Motorisierung denken, die Ausstattung denken, die Reifen denken und so weiter und so weiter. Also es ist ja eine unendliche Möglichkeit der Kombination dieses einzelnen Produkts. Und dort gibt es natürlich Preisunterschiede bei den einzelnen Automobilen, aber eben auch im Wesentlichen getrieben dann durch die variablen Kosten und nicht mal durch die Fixkosten. Denn beispielsweise, wenn Sie einfach einen größeren Motor haben, der ist halt teurer als kleinerer Motor. Oder eben, wenn Sie breitere Reifen haben, dann haben Sie einfach einen höheren Einsatz an Produktionsfaktor,
Reifen oder eben dieser Gummimischung, als wenn sie einen dünneren Reifen verwenden. Also hier sind es eher die variablen Kosten, die da natürlich auch eine Rolle spielen. Gleichwohl, man sieht eben, wir können dort schon oder die Industrie kann dort schon sehr viel erstellen, auch sehr genau beispielsweise voraussagen, wann das Produkt, das Auto auch geliefert wird. Also wir sind da schon auf dem Weg in eine smarte Fabrik und gerade bei der Automobilindustrie ist es immer so virulent, weil natürlich die Produkte relativ teuer sind und Entwicklungskosten einfach sehr hoch sind und sich diese Entwicklung oder diese Eigenschaft der Industrie, das ist eigentlich der richtige Satz dazu, ja, schon immer gegolten hat und jetzt durch die Elektromobilität und autonomes Fahren und so weiter nochmal verstärkt. Das heißt also, oder alle Analysen, die man so lesen kann, gehen eben auch davon aus, dass die großen Hersteller eher überleben können als die kleineren Hersteller. Das hängt auch mit folgendem Bild zusammen. Ich habe Ihnen hier mal zwei Cockpits rausgesucht, einmal vom Audi Q5. Das sehen Sie hier oben, das sind die Audi-Zeichen und Sie sehen hier unten den VW Touareg. Beide Produkte sind natürlich unterschiedlich, sind auch unterschiedlich teuer. Trotzdem kann man hier wirklich auch schon Skaleneffekte innerhalb des VW-Konzerns erkennen, denn wenn man mal drauf schaut, Sie sehen das an den Türgriffen beispielsweise, die sind identisch. Ja, das sehen Sie hier ziemlich genau. Und ein weiteres Beispiel wäre hier dieses System der Handbremse, nämlich das ist hier die Handbremse bei diesen Fahrzeugen. Das heißt, man sieht auch wenn man auf den ersten Blick das gar nicht so erkennen mag, an verschiedenen Stellen diese Skaleneffekte, die einfach damit zu tun haben, dass ich natürlich mit einer erhöhten Ausbringungs- und Produktionsmenge mir eine ganze Menge Kosten sparen kann. Das eine sind die Fixkosten, beispielsweise eben im Bereich Rüstzeiten, Losauflagekosten, aber natürlich auch variable Kosten. Wenn ich höhere Mengen produziere, ja, dann sinkt natürlich beispielsweise auch die Preise bei meinem Vorlieferanten, denn es macht eben einen Unterschied, ob ich, weiß nicht, 10.000 hier Türgriffe einkaufe von meinem Hersteller oder eben 3 Millionen. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Und insofern, diese Skaleneffekte können Sie eben überall sehr genau erkennen und auch wirklich tatsächlich beobachten. Und das be beweist einfach auch, dass diese smarte Fabrik, von dem ganzen Kontext kommen wir ja, natürlich einen erheblichen Beitrag weiterhin dazu leisten kann, dass hier die Kosten pro Stück und pro Einheit entsprechend für den Verbraucher am Ende des Tages natürlich auch sinken können. Immer unter der Voraussetzung natürlich, dass der Produzent diese Rendite, die er durch Kosteneinsparungen erzielt, auch an den Kunden ein Stück weit eben weitergibt an der Stelle. Was bedeutet das eigentlich für unsere öffentliche Verwaltung? Wir sehen einfach, dass in der öffentlichen Verwaltung natürlich, wenn man jetzt hier diese smarte Fabrik oder diese Prinzipien sich überlegt, wenn man die ein wenig nur übertragen könnte, auch auf die öffentliche Verwaltung, wären da natürlich erhebliche Rationalisierungspotenziale zu erkennen. Wir haben natürlich auch schon ganz oft diskutiert, dass es nicht so ohne weiteres möglich ist, aber dieser Grundgedanke der Smart Factory ist eigentlich bezeichnend dafür, wie man vielleicht auch staatliche Leistungen und Verwaltungsleistungen denken, gestalten und designen müsste. Also die Prinzipien sind ja nicht von der Hand zu weisen, denn sie entwickeln auf jeden Fall einen Nutzen auch für die Bürgerinnen und Bürger und die Konsumenten. Genau, gehen wir weiter. Das ist auch der Grund, warum die Automobilkonzerne, ich habe jetzt hier mal ein Bild oder diese Fahnen des VW-Konzerns, die nicht mal abschließend sind, mal dargestellt. Sie sehen schon VW, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Bugatti und so weiter. Ganz klar ist zu erkennen, über die höheren Absatzmengen beziehungsweise auch Bauplattformen können wir natürlich eine ganze Menge Kosten sparen. Das ist im Moment, Stand natürlich heute, Mai 2021, interessant zu beobachten, was gerade in der Elektromobilität passiert. Wer das so ein bisschen verfolgt, der sieht eben, dass VW mit ID.3 und ID.4 jetzt ihre Elektromobilitätsplattform an den Start gebracht haben und eben Skoda jetzt beispielsweise auch wieder auf einer dieser Baugruppen aufsetzt, um den eigenen großen SUV, der dort herausgekommen ist, der Enyaq, als Elektromobil auch in den Markt zu bringen. Das heißt, man
Man ist ja auch natürlich gesamtstrategisch für den Konzern unterwegs, um verschiedene Kundengruppen natürlich auch anzusprechen und gleichzeitig eben die großen Potenziale einer schon gemeinsam entwickelten Wohnplattform in die einzelnen Marken natürlich auch hereinzutragen. So, damit das Ganze funktioniert, gehen wir jetzt mal wieder weg von der Automobilindustrie, ist natürlich, sind das eigentlich technische oder inhaltliche Voraussetzungen für eine vollständige Automatisierung im Sinne einer Smart Factory tatsächlich zu schaffen. Und was sind so diese grundlegenden, das ist der erste Punkt, den Sie hier auf der Folie erkennen können, was sind so die grundlegenden Voraussetzungen für eine, für sogenannte Cyber, physische Systeme? Also was ist das eigentlich? Im Kern ist es eben ein Verbund von softwaretechnischen Komponenten mit mechanischen und elektronischen Teilen. Was versteht man darunter? Also die Kommunikation erfolgt dann immer über eine Dateninfrastruktur, natürlich typischerweise über das Internet. Und Voraussetzungen sind dann auch immer drahtgebundene oder drahtlose Kommunikationsnetze. Und was cyberphysische Systeme eben können, sind beispielsweise mittels Sensoren eben Daten erfassen, mittels eigener Software aufbereiten und mittels Aktoren das Ganze in elektrische Signale auslösen. Also Aktoren sind allgemein gesprochen eben Antriebselemente, die mittels elektrischer Signale eine mechanische Bewegung auslösen können. Das kennen Sie auch alle am Beispiel sicherlich schon, wenn Sie die Membranbewegung eines Lautsprechers beispielsweise beobachten, dann haben Sie dort auch Aktoren. Ne? Also da wird auch mittels elektrischer Signal eine mechanische Bewegung ausgelöst. Das ist natürlich ein wichtiger Kern, weil sonst kann die Fabrik ja nicht wissen, nimmt Bauteil 1 und schiebt das jetzt in die Richtung oder nimmt Bauteil 2 und warte, bis Bauteil 1 da ist. Das sind natürlich die entscheidenden Voraussetzungen dafür, dass so etwas in einer smarten Fabrik funktionieren kann. So, wichtig ist natürlich auch in diesem Kontext, dass das Ganze miteinander kommunizieren kann. Also diese Dateninfrastruktur ist natürlich eine entscheidende Voraussetzung, die dafür notwendig ist. Und insofern ist dieser zweite Punkt, der hier steht, cyberphysische Systeme in Verbindung mit dem Internet der Dinge. Was ist mit Internet der Dinge oder Internet of Things eigentlich im Kern gemeint? Also hier geht es um die Voraussetzungen für die Kommunikation. Und da ist es ganz konkret so, dass zwischen dem Produkt und der Fertigungsanlage eine Kommunikation stattfinden kann. Und da ist eben gemeint, dass mit diesem Internet of Things, dass ganz allgemein gesprochen eben eine Vernetzung von physischen Dingen und virtuellen Gegenständen möglich wird. Und das ist eben das Kern-Wearables, gehören nämlich damit ganz klar in diese Kategorie Internet der Dinge, nämlich physische Dinge mit virtuellen Gegenständen zu verzahnen. Das ist gemeint hier mit dem Internet of Things an der Stelle. Natürlich auch immer zu berücksichtigen, ja, oder man kann es hieraus schon erkennen, wenn ich natürlich mich auf eine solche Fabrik einlasse oder verlassen kann. Dann spielt natürlich Sicherheit, Stabilität des Netzes und so weiter eine ganz, ganz entscheidende Rolle. So, dritter Punkt hier, cyberphysische Systeme in Verbindung mit dem Internet der Dinge als Voraussetzung für die autonome Produktion. Wie wird das Ganze sichergestellt oder wie kann das Ganze funktionieren? Na, Grundbasis ist natürlich, dass diese Fertigungsinformationen oder auch die Logistikinformationen in maschinell lesbarer Form von den einzelnen Bauteilen bzw. Vorprodukten selber mitgebracht werden müssen. Das dürfte klar sein. Typischerweise oder notwendigerweise in maschinell lesbarer Form. Wie kann das funktionieren? Also natürlich beispielsweise als Voraussetzung haben wir natürlich ein WLAN, brauchen wir. Wir brauchen vielleicht Bluetooth. Wir brauchen Farbcodierung, können helfen. QR-Codes kennen wir alle oder eben RFID-Chips. Und diese RFID-Chips kennen auch die meisten von Ihnen oder haben das zumindest mal von gehört, sind eben Radio Frequency Identification ist damit gemeint. Das heißt also diese Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen. Und man hat diese Technologie auch schon länger, wenn Sie beispielsweise Haustiere chippen, um sicherzustellen, dass Sie die wiederfinden können und dass sie eindeutig identifizierbar sind, wenn Ihnen was passiert ist beispielsweise.
Das sind zum Beispiel RFID-Chips. Also es geht um Sender- und Empfängersysteme, um eben ein berührungsloses Identifizieren und Lokalisieren von Objekten überhaupt erstmal zu ermöglichen. Logischerweise Herausforderungen eben für die smarte Fabrik oder Voraussetzungen für die smarte Fabrik. Und anhand der auf diesen Chips beispielsweise gespeicherten Daten kann man eben den gesamten Weg des Produkts durch eine Fertigungsanlage steuern und natürlich auch die entsprechenden Fertigungsschritte einleiten. Und dieses Ganze im Kontext eben der von mir schon angesprochenen Sensoren und Aktoren kann man eben daraus diese gesamte smarte Fabrik natürlich gestalten, entwickeln und natürlich auch dann zum Leben erwecken. Alles natürlich technisch hochkomplex, aber es gibt natürlich auch, wenn man so drüber nachdenkt, ganz viele einfache Bereiche, wo man natürlich sich dieser Einsatz dieser Lösung natürlich überlegen kann. Also wenn Sie nur, oder was ich weiß, sind halt von vielen Kunden auch aus der Industrie, insbesondere das Thema Lagerhaltung und Sicherstellung, dass im Produktionsprozess aus dem Lager rechtzeitig das Material oder die Vorprodukte angeliefert werden. Da kann man schon unheimlich viel machen. Ne? Können Sie sich vorstellen, wenn jetzt irgendwo der Mitarbeiter am Band da steht und über sein Wearable beispielsweise sagt, ich brauche jetzt Bauteil XYZ oder sowas, dann kann ich das natürlich auch elektronisch oder ja, automatisch anliefern lassen und so weiter. Also diese Anwendungsfälle, die dazu führen oder die unter der Voraussetzung, dass man hier ja, das technisch alles so gestaltet, diese Möglichkeiten sind natürlich, ich will nicht sagen nahezu unbegrenzt, aber doch schon einleuchtend und damit auch sehr gut ja, nachvollziehbar. Ich will auch gar nicht hier jetzt in jedes Detail der Smart Factory hinein. Wir haben eine Vorlesung Digitale Transformation der Verwaltung. Ich will Ihnen nur zeigen, was alles, dass man die Begriffe mal gehört hat und hier auch, wie beispielhaft auf dieser Folie, dass man mal die Kerndinge einfach kennt. Was sind die grundlegenden technischen Voraussetzungen? Wie funktioniert das, nämlich über das Internet der Dinge? Und was sind Voraussetzungen, um dann eben diesen Produktionsprozess oder den Ablaufprozess tatsächlich auch zum Leben erwecken zu können, nämlich durch diese Verbindung der Fertigungsinformationen. Genau, was bedeutet das jetzt in der Konsequenz? Auch das ist sicherlich jetzt nicht abschließend, sondern ich möchte da nur auf die wichtigsten Dinge hinaus. Grundsätzlich, ich habe gerade mit dem Beispiel der Lagerhaltung natürlich nur ein kleines Anwendungsgebiet angesprochen. Und wie gesagt, ich kenne noch keine smarte Fabrik, die wirklich schon so weit ausgereizt ist. Man arbeitet an vielen Stellen. Aber wenn man jetzt mal visionär denkt, und das ist der erste Satz, den Sie hier auch finden, nämlich die Konsequenz ist natürlich eine totale Vernetzung der Produktion. Das heißt, wir haben dann eine ja, dynamische und selbstorganisierte unternehmensübergreifende Wertschöpfungsnetzwerke typischerweise. Das heißt also, es wäre dann ja alles just in time. Es gibt, wie gesagt, ja jetzt auch schon Geräte, die selbstständig nachbestellen können, wenn Ihnen beispielsweise was fehlt. Es war die Tage gerade Werbung für einen Drucker, der beispielsweise dann eigenständig bestellt, wenn die Druckerpatrone leer wird oder leer geht. Also man sieht es an vielen Stellen auch. Ne? Das sind jetzt hier mal fünf angesprochene mögliche Folgen dieser Automatisierung, die sicherlich nicht abschließend sind, aber zumindest mal auch darüber nachzudenken, was das für die Zukunft auch in unserer Volkswirtschaft bedeutet. Klar, die Arbeitskräfte, da geht es darum, dass wir natürlich physische menschliche Arbeitskraft nicht mehr in der Form benötigen, wie wir sie bisher benötigt haben. Das bedeutet eine Riesenchance auf der einen Seite. Also wenn Sie heute sich die Arbeiten am Band bei VW oder ja, in den großen Industriehallen anschauen, dann geht natürlich damit einher, auch Unfallrisiken werden vermieden. Wir brauchen einfach so viel menschliche Arbeitskraft nicht mehr. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass sich die Rolle des Menschen innerhalb der Organisation natürlich drastisch verändern wird. Bedeutet natürlich, wird er noch benötigt und natürlich auch eine Verschiebung, ich glaube, das dürfte klar sein, der Tätigkeiten oder der Nachfrage nach Arbeitskräften. Ich brauche also Menschen, die diese smarte Fabrik überwachen können oder eben auch programmieren können oder gestalten können oder Ablaufprozesse entwickeln. Aber diese physische Arbeitskraft wird mit Sicherheit tendenziell abnehmen.
Ganz wichtiges Thema, wenn Sie da beispielsweise darüber diskutieren wollen, was bedeutet das für Ausbildungspfade, für Berufspfade, was bedeutet das auch für Menschen mit geringerer Bildung, beziehungsweise mit Menschen, die bisher eben vor allem durch ihre physische Arbeitskraft ihren Lebensunterhalt verdient haben. Zweiter Punkt, Thema Entgrenzung. Was ist mit Entgrenzung gemeint? Entgrenzung meint erstmal grundsätzlich eben die Auflösung von Strukturen. Bisher war es ja immer so, dass wir eine gewisse Struktur hatten. Wir haben in den Industriebetrieben natürlich ja, Schichtpläne, Abläufe, klare Regelungen, Vergütungssysteme, die darauf ausgelegt waren oder sind. Und wenn wir jetzt also diese Strukturen, diese Entgrenzung dieser Strukturen jetzt wirklich auflösen, dann muss man sich überlegen, dass wir in der Industrie 4.0 natürlich auch nicht mehr einzelne Produkte irgendwo haben, sondern eben vernetzte Wertschöpfungsketten bedeutet halt eben auch vernetzte Produkte, die eben nicht mehr einzeln für sich stehen, sondern entlang einer gesamten Wertschöpfungskette organisationsübergreifend, unternehmensübergreifend existieren werden. Also in der Industrie 4.0 verbinden sich diese ganzen Strukturen, die wir bisher völlig separat betrachtet haben. Das kann natürlich, hatte ich auch schon angedeutet, eben Abbau von Schnittstellen bedeuten, kann aber auch bedeuten, dass Kooperationen zwischen Unternehmen oder Lieferanten und Kunden sich ganz anders darstellen, als es bisher der Fall ist. Und diese Auflösung von Strukturen, ja, keine Ahnung, in welche Richtung das dann oder welche Konsequenzen das überall bedingt, aber mit Sicherheit eben eine Veränderung des Gesamtsystems, wie wir bisher Industrieproduktion wahrgenommen haben oder auch erkennen können bis heute. So, Kosten. Natürlich erhebliche Möglichkeiten der Kostenreduktion habe ich schon angesprochen. Wir brauchen jedenfalls weniger ja, Personalressourcen. Klar müssen wir auch große Investitionen leisten, um diese smarte Fabrik wirklich auf die Beine zu stellen. Aber natürlich in einer längerfristigen Betrachtung, und das ist ja auch der Kern von Digitalisierung, werden sich natürlich die Kosten reduzieren, sonst würde man auch nicht investieren in eine smarte Fabrik. Und deswegen scheint auch ja, der Reduktion von Ressourcenverbräuchen kaum ein Ende gesetzt. Auch ein Nebenaspekt dazu natürlich auch die Frage Reduktion auch von ja, Emissionen. Ja, wenn ich natürlich wirtschaftlicher und ressourcenschonender produzieren kann, weil eben Schnittstellen beispielsweise abgebaut werden, kann das natürlich auch einen positiven Effekt haben, bezogen auf unsere ja, Emissionen von Treibhausgasen beispielsweise. Und grundsätzlich ist so die Idee natürlich dahinter oder diese Entwicklungsperspektive, dass man sich Richtung ja, Perpetuum mobile, das werden Sie alle mal gehört haben, entwickelt. Also, dass ein Gerät ohne weitere Energiezufuhr ewig einfach weiter vor sich hin arbeiten kann. Und ob es jetzt wirklich so weit kommt, das weiß ich nicht. Aber die Idee ist ja das Perpetuum mobile. Und vielleicht muss eben der Mensch in der Industrieproduktion im Ergebnis gar nicht mehr selbst wirklich im Detail tätig werden. So, welche Wirtschaftszweige sind eigentlich betroffen? Alle Wirtschaftszweige. Ich rede hier immer von der industriellen Produktion, aber man sieht auch jetzt schon aktuell, dass sich die Entwicklung auch in der Dienstleistungsproduktion, beispielsweise in den Beraterbereichen, Wirtschaftsprüfern und so weiter, auch schon wirklich in die Richtung dieser Ideen von Smart Factory weiterentwickeln und dass man dort auch alle oder andere Instrumente nutzt, als das vielleicht vor ein paar Jahren noch waren. Heute, damals, sage ich mal, vielleicht Prozessanalysen auf Basis von Excel, heute automatisierte Analysen auf Basis von Big Data. Und das sieht man eben in vielen Bereichen. Also ganz so einfach ist das nicht. Und selbst im öffentlichen Bereich oder in öffentlichen Leistungserstellungsprozessen kann man ein bisschen was erkennen. Also gehen wir mal in den Bereich der Ärzte, ja. Also ärztliche Fragestunden online ist zum Beispiel schon mal das Thema. Oder eben, wir haben bei der künstlichen Intelligenz und der Mammographie, also gerade bei der Erkennung von Brustkrebs, war es ja bisher herkömmlich so, dass der Arzt die Brust abgetastet hat. Und heute weiß man eben wenn man Bilder nimmt und künstliche Intelligenz einsetzt, dass das Brustabtasten nicht nur nicht mehr notwendig ist, sondern eben auch, dass die Voraussagen bei künstlicher Intelligenz sogar noch deutlich höher sind, weil
diese künstliche Intelligenz oder beziehungsweise diese, ja, die Bilder viel, viel besser und genauer analysiert werden können, als das menschliche Auge es kann. Das heißt, auch wir bewegen uns, auch wenn natürlich jetzt gerade durch Corona bedingt wohl sehr, ich sag mal, überschaubar, in die Richtung einer smarten Fabrik. Und deswegen sind diese Themen für mich, also die Übertragbarkeit dieser Fragestellung beispielsweise auf die öffentliche Verwaltung, ganz interessantes Thema, auch eventuell für den einen oder die andere im Kontext einer möglichen Bachelorarbeit. So, letzter Punkt, der mal hier ist, wie gesagt, die Punkte sind jetzt, deswegen steht ja mögliche Folgen auch eben nicht abschließend. Ich spreche hier von Überlappungen und diese Überlappungen sieht man inzwischen auch schon. Es geht nämlich dabei darum, dass man Produkte und Dienstleistungen sich verbinden miteinander und deswegen spricht man eben oft The Product as a Service. Das, was ich gerade gesagt habe mit dem Drucker, der seine Druckerpatronen selber nachbestellen kann, ist ja Product as a Service. Nämlich zum einen das Produkt, ich kann drucken, aber auch der Service, der eben mir sicherstellt, dass ich selbst nicht nachbestellen muss. Das heißt, das hat natürlich oder hätte ganz erhebliche Auswirkungen natürlich auf die Geschäftsmodelle der Unternehmen. Das dürfte klar sein und auch überhaupt, wie sich die Unternehmen in Zukunft aufstellen, bis hin zu den Fragen der Bezahlsysteme oder wie wird das Ganze bezahlt. Was bedeutet das natürlich auch für die Organisation des eigenen Unternehmens? Denn wenn ich Product as a Service jetzt denke, dann muss ich ja auch in einer Industrieproduktion beispielsweise jetzt in die Richtung mich entwickeln, dass ich sage, Achtung, Achtung, jetzt müssen wir nicht nur Industrieproduktion machen, sondern auch die Services gleich mitbedenken. Und in vielen Bereichen, das weiß man auch schon, geht es eben in die Richtung, dass man sogar so weit geht und ja, über das Produkt eigentlich weniger verdient als über den Service. Das ist wirklich dann die Krux, beziehungsweise natürlich auch sehr gut aus Sicht des Unternehmens natürlich nachvollziehbar und auch sinnvoll. Gut, also wie gesagt, hier sind das sind mögliche Folgen. Man kann sicherlich noch weitere diskutieren. Da verändert sich also viel. Auch das hat natürlich, wenn man darüber nachdenkt, oder kann sehr deutliche Implikationen auch auf die öffentliche Verwaltung eben haben. Genau, deswegen würde ich Sie bitten, dass man dass Sie sich mal diesen Beitrag hier anschauen und den würde ich dann beim nächsten Mal diskutieren, zu Beginn jedenfalls und wünsche Ihnen bis dahin erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund, ciao, ciao.